Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream zu Minecraft. Ja, ich bin wieder am Start, Blacky, und ja, wie ihr seht, hier hat sich einiges verändert. Ein bisschen mehr Ordnung ist reingekommen, ein paar neue Chests stehen hier in der Bude, die Wohnung ist ein bisschen größer geworden. Und ich habe wieder einen Auftrag, und zwar soll ich eine Nanorüstung herstellen. Da gucke ich doch direkt mal, was ich dafür brauche. Ich kriege ja jeden Tag wieder neue Aufgaben, die ich halt absolvieren habe. Nano, ich denke, damit werde ich schon alles finden. Ja, da ist sie auch schon. Und zwar soll ich zwei von diesen Rüstis herstellen. Und ich sehe jetzt schon, das wird richtig schwer. Weil ich brauche nämlich Carbonplatten, dafür brauche ich einen Kompressor, dafür brauche ich, ach du heilige Scheiße, sehr, sehr viel Kohle. Ich werde erstmal gucken, was die Turtles die ganze Nacht gemacht haben, weil ich werde auf jeden Fall noch einiges an Rohstoff benötigen. Und ich gucke jetzt einfach mal, wo die Dinger geblieben sind, weil, okay, wir haben ein paar Seen verloren, macht aber überhaupt nichts. So, jetzt muss ich mich erstmal mit dem System hier auseinandersetzen, was er hier gemacht hat. Okay, Chunkloader, that's not true. Okay. Was er hier genau gebaut hat, weiß ich nicht wirklich, deswegen gucke ich mir erstmal an, was er hier also drin hat und hole mir erstmal die ganzen Rohstoffe hier raus. Tup. Weil die klaue ich ihm jetzt einfach mal, weil die werde ich nämlich alle auf jeden Fall benötigen. Dann werde ich die erstmal hier rausholen, alle nach oben bringen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Was brauchen wir denn hier noch? Ja, Salz, Salt, irgendwelche Mushrooms brauchen wir jetzt nicht so wirklich. Okay. Ah ne, da war noch was. Da. So, dann packen wir auch mal rein. Hat der Turtle an sich noch was? Nein, hat er nicht. Okay. So. Gut. Also wie ich das sehe, hat er überall irgendein Vieh ist bei mir in der Bude. Ganz toll. Was ist das denn? Klasse. So. Ich laufe jetzt erstmal überall lang und guck mal, was hier alles sich drin verbirgt in den ganzen Ton. Oh, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend aus. Da haben wir auf jeden Fall einiges, was wir nach oben bringen können. Muss ich gleich alles ein bisschen sortieren. So. Heute habe ich mal gedacht, ich mache mal ein bisschen Musik an. Lass sie so im Hintergrund laufen. Natürlich alles lizenzfrei. Aber was anderes darf man leider nicht spielen, abspielen. So. Bringen wir erstmal das Zeug zurück, was ich jetzt hier alles geholt habe. So, Erze. Wie ist das Vieh schon wieder? Was ist denn das überhaupt? Die Fenster sind zu. Was ist das? Das ist irgendwie so eine komische Mücke oder sowas in der Richtung. So. Packen wir hier erstmal die ganzen Erze rein. So, Kohle. Haben wir irgendwo Kohle? Ich muss mich erstmal mit dem System hier auseinandersetzen, was er jetzt hier gebastelt hat die ganzen Morgen. So. Das ist Flint. Lapis. Quarz. Okay. Dann packen wir jetzt hier erstmal den Quarz rein. So. Ne, das gehört glaube ich nicht hier mit zu. Hier sind Feuersteine. Packen wir die mal hier bei. Redstone haben wir hier. Kommt hier langsam mal so ein bisschen Ordnung rein. So. Hier hat sich auf jeden Fall einiges getan. Und es ist erst ein Tag vergangen, ne? Also von ab. Oh, Erze. Ne, Erze waren es nicht. Glas. Wertvoll. Ich glaube, bei wertvoll kommt solche Sachen hier rein. So. Planken, Technikzeugs. Nein. Pflanzen und Werkzeuge. Futter.
Hier haben wir doch ein paar Sachen, die wir hier reintun können. So. Oh, ich habe da unten noch was übersehen. So. Und nochmal in die Mine. Wir werden nämlich heute sehr, sehr viel Klamotten brauchen. Wenn ich wirklich die Nahrüstung fertig kriege, das wäre natürlich super. Ich habe natürlich nicht so viel Zeit. Ich habe immer nur so ein paar Stunden, wo ich halt live streame. 1-2 Stunden Maximum. Aber wäre auch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. So, hier haben wir nochmal einen Redstone. Das war es aber schon hier raus, glaube ich. Also das Holz und so weiter, das kann er nachher rausräumen. Ich nehme jetzt nur die wertvollen Sachen. Ich habe natürlich auch die schwerste Aufgabe. Ne? Ich muss mich durch die ganze Technik hier durchfuchsen. Er kennt das ja schon alles, ich nicht. So, den zweiten hatte ich glaube ich auch noch nicht. Dann gehen wir... Boah, jetzt bin ich mir runtergefallen. Oh, hier hat er gar keinen. Oh, hier hat er gar keinen. Okay. Gut. Also ich lasse ihn das hier mal lieber machen mit den ganzen Turtles. So, den habe ich glaube ich schon geplündert. Was zur Hölle ist das? Ist das ein Zombie? Tatsache, das ist ein Zombie. Das sind Zombies. Was suchen Zombies hier in der Nische? Hm. Okay. Geil, weg ist weg. Mal gucken, ob er hier noch einen Turtle hingebaut hat. Nö, hier hat er auch keinen Turtle hingebaut. Er hat mir das vorhin erklärt, kurz, dass wahrscheinlich die beiden Nischen sind wahrscheinlich die, wo ich die Turtles dann halt durchjagen soll. Aber... Hm. Aber ich bin mir da, was das angeht, noch nicht so wirklich sicher. Deswegen lasse ich das mal lieber. Soll er das machen? Besser ist das. Oh, jetzt habe ich mich vertan. Jetzt muss ich hier rüber. So. Und hier vielleicht noch was drin? Hier sind noch ein paar Bücher. Oh, ich habe noch die Musik im Spiel an. Musik und Sounds. Musik 0. So, sonst haben wir nämlich gleich doppelt gemoppelt Musik hier drin. Das wäre natürlich nicht so schön. So. Gucken wir mal, was habe ich denn jetzt? Also, ich habe jetzt nicht mehr viel rausgeholt. Was ist denn das hier? Jetzt, das war glaube ich hier. Ja, ja, jetzt. So, Kohlestück habe ich hier auch noch. Das packen wir auch mal rein. Ein Redstone habe ich noch rausgeholt. So, dann fangen wir an. Ich lege mich mal eben pennen. Hier haben wir auch schön beschriftet, wer hier pennt. Hier ist Flipside. Hier ist mein Bettchen. Alles ganz toll. So, gucken wir doch mal. Muss mal eben meinen Livestream nochmal aktualisieren, weil der hängt wieder. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das habe ich seit ein, zwei Tagen, dass der irgendwie hängt. Sollte eigentlich nicht tun, aber scheint zu funktionieren. Gut. Voltway, du geile Nougat-Schnitte mit Nussfüllung. Was ist los bei dir? Was geht ab? Sagt er. Ha! Hast du mich wieder erwischt, sagst du. So, gucken wir nochmal. Brauche auf jeden Fall erstmal viel, viel Kohle. Kohlepulver. Kohlepulver, das macht man, glaube ich, aus Kohle. Gehe ich mal jetzt schon einfach mal stark von aus. Ich nehme jetzt einfach mal so ein Stack Kohle. Und ich glaube, das muss ich dann in den Kompressor packen, wenn ich mich recht erinnere. Ich packe jetzt einfach mal einen Kohle da rein. Nee. Ja? Nee. Nee, ich glaube... Ah, warte mal. Genau. Ich muss den erstmal... gut, gucken wir erstmal. Nein, ich nehme das erstmal raus und packe hier jetzt erstmal ein Kohlestück rein und gucke mal, was ich da rauskriege. So. Hier können wir mal das hier weiterlaufen lassen. Was haben wir hier oben noch? Geothermalgenerator. So. Morgen ist Beta. Das ist cool, dass du mir das sagst. Dann werde ich das auf jeden Fall mal ausnutzen. So, die Frage ist, wo kriege ich jetzt Lava her? Ich glaube, er hat gesagt, aus dem Nether. Da gucken wir doch mal.
Werkzeuge. Flint und Steel. Hat er vielleicht irgendwo schon... Wenn morgen das Beta losgeht, da werde ich natürlich die Beta zocken. Da bin ich mal gespannt drauf. Das muss natürlich sein. Ich brauche doch nur so ein blöden... Aber ich glaube, ich habe einfach zu wenig Rohstoffe. Das ist echt doof. Oh, ab 21 Uhr mit allen Klassen. Das hört sich gut an. So. Mods, Futter. Was wollte ich denn jetzt machen? Achso, ja, ich wollte meinen Eimer craften. Okay. Das hört sich schon mal gut an. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Barren packen wir wieder rein. Da werde ich auf jeden Fall mit am Start sein. Hoffe ich jedenfalls. Es sei denn, mich packt irgendwie das Minecraft-Fieber. Müssen wir mal gucken. Ich überlege mir das. So, ich glaube, hier war unser... Ne, hier war nicht unser Nether-Tor. Das war, glaube ich, da hinten drin. Ja, ich wollte den Schnitter zocken, auf jeden Fall. Aber ich will auch mal von den anderen Klassen wenigstens so ein kleines Video machen für meinen YouTube-Kanal. Um die einfach mal zu zeigen. Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier los? Oh, fuck. Gott, ich hasse den Nether. Habe ich schon mal erzählt, dass ich den Nether hasse? Vor allem dieses Geräusch, das gibt mir gerade so ein übelstes Unbehagen. Okay. Wo kriege ich denn jetzt die Lava her? Auch irgendwo Lava her. Hier wird doch wohl irgendwo ein Lavastrom sein, oder? Also hier sind wir echt scheiße gespawnt mit dem Netherportal, ja, muss ich euch mal sagen. Boah, ist ja übel. Ne, da suche ich mir lieber woanders Lava. Ich glaube, wir haben nämlich unten noch so einen Lavafluss, den kann ich auch nehmen. Ja, so ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Einfach mal wenigstens antesten, mal ein bisschen zeigen. Habe ich ja mit dem Wiedergänger ja auch gemacht. Einfach mal so, dass man mal sieht, wie das Ding funktioniert. So. Muss ich mir aber erstmal Lavastrom suchen. Ich glaube, ich sehe da hinten sogar schon einen. Ich muss hier draußen nur ein bisschen aufpassen, weil wir haben nämlich da hinten so ein schwarzes Loch und da möchte ich jetzt echt nicht reingeraten. Tut mich ganz doll, aua. So. Wieso mache ich mir eigentlich den ganzen Stress? Wieso hole ich mir eigentlich Lava? Ich habe doch genug Kohle. Ich knall jetzt einfach Kohle rein. Na, Sigi. Kennst mich ja. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Ich nehme jetzt einfach Kohle. Ich habe die Schnauze voll. Kein Bock, die ganze Zeit hin und her zu rennen. So, machen wir ein bisschen Kohle rein. So. Ah, 2 Stück, das dürfte erstmal reichen. So, Kompressor. Ich habe doch gerade irgendwas. Jawohl, da haben wir den Dust. Okay, das funktioniert so. Dann mache ich damit auch weiter. Puh, wie viel brauche ich? Ah, da werde ich bestimmt einiges von. Ich tue einfach das komplette Stack rein. So. So, was brauche ich denn noch für die Nano-Rüstung? Also auf jeden Fall diese Kohle-Carbon-Zeugs-Gedöns. Dann baue ich hier noch einen Energy-Crystal. Wie kriege ich den? Den mache ich mit... Das ist mit Redstone und Diamond-Dust. Oh, Diamond-Dust. Der wird mich erschießen, wenn ich jetzt die ganzen Diamanten klaue. Ich glaube, da muss ich selber welche suchen gehen. Oh, auf jeden Fall Diamanten.
Und ich glaube, ich sollte mal hier so ein bisschen Holz mitnehmen. So. Brauchen wir da 4 Stück. So. Ja. Brauche ich jetzt eigentlich hier nicht reintun, aber ich mache es aber trotzdem. So. So. Ich habe sogar noch nicht das Schief mitgekriegt, weil ich das noch gar nicht entwickelt hatte. Geil. Ja, da muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie... So. Next Shikner mit Diamond. Ja, so ungefähr. So. Das mal da raus. Da brauche ich auf jeden Fall... Was brauche ich denn noch nachher? Ganz wichtiges Metall, damit ich das schon mal herstellen kann. Für die Brust oder so. Nein, Diamond. Diamond. Ach du heilige Scheiße. Viel Carbon und viele Diamanten. Das wird auf jeden Fall übel. Also ich will auf jeden Fall die komplette Nano-Rüstung zweimal herstellen. Das ist so der Plan, den ich halt vorhabe. Und ich glaube, das Schwerste daran wird jetzt erstmal sein, Diamanten zu finden. Würde ich mal so ganz spontan sagen. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Fackeln machen, weil unten ist es nämlich total duster und da habe ich keinen Bock, dass hinter mir plötzlich ein paar Viecher auftauchen. Oder ich grab mir einfach ein neues Loch bis nach unten. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So. Auf jeden Fall Nano. Nanotechnologie werde ich benutzen. Golden Swat habe ich hier. Okay, wir haben gar keine. Ich habe 64 Sticks. Und ich suche hier, ey. So, Kohle, 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 Kohle. Aber wie du siehst, hat sich schon einiges verbessert hier. Sieht alles ein bisschen schöner aus und so. Eigentlich ganz cool. Na. Nee. So. 64, 64, so. So. Die dürfen erstmal reichen, denke ich. Dann packen wir die restliche Kohle wieder zurück. Bevor ich wieder geschlagen werde. Holzwerkzeug. So. Gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier jetzt... Ich gehe einfach mal nach unten und guck mal, wie es da dran unten aussieht. Und dann... kriegen wir das schon hin. Jetzt bin ich schon bei 30. Ich glaube zwischen 11 und 15. Also quasi so in diesem Bereich hier. Ich weiß gar nicht, kann ich jetzt hier... Ah. Zap. Ha. Und ich bin genau auf 11. Oh oh. Da habe ich jetzt einfach zwei Dinger rausgenommen. Egal. Läuft. Ich habe auf jeden Fall vor, Diamanten zu finden. Aber es wird schon. Ich habe mal gehört, wenn hier so Erde und so weiter ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Diamanten findet, höher. Warum, weiß ich nicht. Ich habe gehört, Diamant verbirgt sich manchmal hinter solchen Klamotten. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr ausgiebiger Plan. Und morgen darf ich wahrscheinlich dann die Maschinerie herstellen, um die Dinge aufzufüllen. So wie ich meinen Kollegen kenne. Weil er hat mir bestimmt nicht ohne Grund gesagt, mach mal heute die Nano-Rüstung fertig. Das wird bestimmt einen Hintergedanken haben. So, dann fangen wir mal ganz systematisch an zu graben. So wie man das eigentlich auch macht. So. Blub. Was haben wir hier? Naja. So. Hier haben wir auch ein bisschen Silber. Die können wir auf jeden Fall mitnehmen.
Ich habe ja jetzt in meinem kurzen, habe ich ja jetzt auch Minecraft für die Xbox geholt. Alter, das ist ein Krampf, das da drauf zu spielen. Das ist voll übel. Total schlimm. Aber ich werde das jetzt mal effektiver hier verteilen. Da muss ich dann nämlich immer nicht so oft hin und her. So. Damit mich hier die ganzen Rohstoffe rausbuddeln. So. Ja, aber ich glaube, dieser Plan, der wird echt übel. Ich weiß gar nicht mehr, was ich mich hier eingelassen habe. Aber schön, dass ich hier schon mal so ein paar Rohstoffe finde. Nehmen wir mal einen Rubin. Oh, mehrere Rubine. Okay. Muss ich nur aufpassen, dass ich mich nicht gleich aus Versehen... Ich pack mal lieber hier so einen Stack Steine drauf, falls ich mal mich wieder einbuddeln muss. Ja, das ist echt übel. Also da hätten sie sich ruhig mal ein bisschen was Besseres einfallen lassen können wegen der Steuerung. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Jetzt hackt mein Livestream schon wieder, das ist ja... Brot essen. Ich höre über mir einen Lavastrom. Kein gutes Zeichen. Wo ja bei Lava ja öfters mal Diamanten aus sind, ne? Aber ich weiß nicht, ich bin da nicht so. Alter! Alter! Jetzt habe ich mich voll erschrocken, wa? Aber hey, perfekt! Das hätte ich, glaube ich, nicht auf den Lavastrom tippen können. Ja, bei mir aber. Ich weiß nicht, warum ich meinen eigenen Livestream nicht gucken kann. Keine Ahnung. Hey, das sieht doch richtig gut aus hier. Aber das war echt... Das war mal echt eine knappe Kiste hier. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich bewege mich mal lieber nur noch mit der. So. Hier sind auf jeden Fall schöne Rohstoffe, sehe ich gerade. Ah. Das ist doof. Jetzt ich da nochmal einen Stein rein. Oh ja, Lava tut sehr doll weh. Und ich will nicht meine Klamotten hier verlieren. Weil dann werde ich erschlagen, glaube ich, von meinem Kumpel. Ich weiß ja nicht, wie aufwendig das war, diese Klamotten herzustellen. Er hat nur gesagt, pass auf deine Sachen auf. Mach sie nicht putt. Ich sag, klar, mach ich nicht putt. Aber so wie es aussieht, mach ich sie wahrscheinlich doch putt. Aber es ist auch echt blöd gerade hier. Uran. Was passiert eigentlich, wenn ich Uran abbaue und es fällt in die Lava? So, irgendwie dann blöd, oder? Geht das dann hoch? Explodiert das? Jage ich die ganze Karte damit hoch? Ist ja immer so eine Sache, ne? Würde ich gerne mal wissen. Natürlich super, super geil, dass ich direkt auf so einen fetten Lavastrom hier gestoßen bin. Also mein Kollege sagt, wenn du Lavastrom findest, buddel dich drumherum, du findest auf jeden Fall Diamanten. Ein Wassereimer. Dass man das einmal so drüber kippen kann, meinst du? Das klingt nach einem Plan. Einmal auskippen, wieder rein und fertig ist, wa? Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ich gehe mal eben hoch und hole mir einen Eimer Wasser. Vor allem, da ist ja auch noch sowas. Da hinten ist Gold.
Ja, da hole ich mir mal einen Eimer Wasser. Einen Eimer habe ich ja vorhin geholt, den habe ich ja hier. Na, immer drüber kippen und dann. Ja gut, dann werde ich das mal tun. Aber das ist gar nicht mal so schlechter Plan, Volvay. Das mache ich. Ist die Musik eigentlich zu laut oder geht das? Ich geh erstmal pennen. Ich habe gerade gesehen, da geht eine Treppe bei unserem Haus hoch. Bin ich nämlich auch noch nicht hochgegangen. So. Musik passt, sagst du. Gut. Warum hat er hier so ein Wasserloch mit einer Leiter hingebaut? Ach, ich glaube, er wollte einfach nur ein Dach bauen. Läuft. Das müsste ja eine unerschöpfliche Wasserquelle sein. So. Dann wollen wir mal wieder runter. Ich glaube, ich bin zu weit. Ich wollte ja hier rein. So. Ich würde sagen, einfach um Stein kippen, wa? Am besten so eine Ecke rein. Also quasi dahin. Upp. Läuft doch. Und hier direkt eine Fackel hin. Aber es wird nicht wieder flüssig oder sowas, oder? Hoffe ich zumindest nicht. Habe ich eins vergessen? So. Machen wir hier direkt mal ein paar Fackeln hin. Hier scheint ja genug Wasser zu sein. Oh, das scheint eine Höhle zu sein. Das ist ja schön. Ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so erfahren bei Minecraft, deswegen. Was ist denn das da hinten? Von hier aus sieht das aus wie so ein Lasergewehr, was da rumsteht. Ach du heilige Scheiße. Egal, ich baue erstmal hier die ganzen Erze ab. Ich hoffe, dass ich jetzt kein Dings hier freilege. Ah. Das ist cool. Falls ich beim Loch aus Versehen reinfalle, kann mir jedenfalls nichts passieren. Das scheint hier doch ein bisschen verstrickt zu sein, alles. Ich hole mir jetzt erstmal das Gold hier. Aber ich glaube, da muss ich so ein bisschen aufpassen, weil wenn da schon gerade Lava rausgetröpfelt ist, nicht, dass ich dann aus Versehen hier wieder so einen Lavastrom offenlege. Muss ich ein bisschen aufpassen. So. Ich würde ja gerne auch da oben alles aufmachen, aber ich traue mich irgendwie nicht. Obwohl er ja Lava eigentlich, wenn dann, wenn Lava über mir wäre, würde es ja da raustropfen aus der Decke, ne? Glaube ich. Da oben ist zum Beispiel auch Wasser, da tropft es zum Beispiel raus. Jawohl. Das ist echt praktisch. Danke für den Tipp mit dem Wasser. Das ist cool.
Nein, jetzt habe ich alles versaut. Nein. Das mache ich aber jetzt auch noch zu. So. Bauen wir hier mal die ganze Kohle ab. Ach, scheiße. So. Haben wir die Fackel da dran. Okay. Na, komm, schon da hoch. So. Gehen wir mal hier rum. Hoffentlich fliege ich jetzt nicht. So, kippen wir hier auch mal Wasser drauf. Auch mal so ein bisschen. Da oben ist nämlich viel Gold. So. Gold ist immer gut. Weiß ich, die Turtles sind zwar ganz lustig und so, ne, aber ich weiß nicht. Also, ich finde das Mining so viel effektiver. War doch richtig, dass ich Diamanten so zwischen 10 und 15 bewegen, oder? War doch korrekt. Hier war doch gerade irgendwo. Oh, hier ist noch mehr Lava. Oh. Oh. Shit. So. So, erstmal so. So. Haben wir da mal so ein. Jetzt muss ich hier wieder ein paar Fackeln hinbauen. Also hier unten scheint die Lava sehr, sehr stark vertreten zu sein. Das kann ich echt vergessen hier, aber. Also was ich abbauen will, dahinter ist Lava, darunter ist Lava, darüber ist Lava. Echt ätzend. Pizzerz. Auch hier mit diesem ganzen Schutt, ne? Das ist immer auch so eine Sache. Bleibt hier! Schwimmt nicht weg! Kommt zurück! Na. Davon werde ich bestimmt auch noch ein paar brauchen. Ja, das meine ich, diesen Kies, wenn er runterkommt. Das kann ganz schön böse enden. Nee, da will ich aber nicht hin. Ich will da nicht hin. Okay, ich habe die Kammer gefunden. Da haben wir mal ein neues Loch. Warte mal, wo bin ich denn überhaupt hergekommen? Ich glaube von da, ne? Schwimmen gegen den Strom. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Los! Übel, übel. So. Gehen wir darüber. Soll ich das? Komm, scheiß drauf. Ha! Da ist noch Rubin. Hätte ich jetzt nämlich nicht gefunden, wenn ich nicht ein Risiko eingegangen wäre hier. Toll. Natürlich die Fackel weggeschmissen. Fackeln habe ich ja jetzt genug. Bauen wir mal den nächsten Tunnel.
So. Zwei freilassen, zwei machen. Genau. Das kann ich auch direkt mal abbauen. Werden wir bestimmt auch noch irgendwann mal brauchen. Und wann gehst du heute wieder pennen? Gehst du wieder so früh wie gestern, oder? Bleibst du heute ein bisschen länger? Was ist das? Silber. Muss noch irgendwo Diamanten zu finden sein, ist ja unglaublich. Ja. Ist auf jeden Fall Gold, das ist schon mal gut. Ja. Mach das mal lieber ein bisschen weiter vorne, dass ich gleich schon wieder so kurz vor so einem Laberloch stehe. Ich höre sie nämlich schon wieder. Keine Ahnung, mal gucken. Kommt drauf an, wie interessant ich den Stream gestalte, wahrscheinlich, ja? Okay. Ich höre schon wieder die Lava überall. Hätte aber andererseits rechts von mir. Ich trau dem Braten irgendwie nicht. Nee. Nee, da grabe ich nicht weiter. Da ist die Lava. Dann grabe ich jetzt in den nächsten Tunnel. Zwei freilassen, das wäre dann hier. Geht's weiter. Jetzt habe ich hier überall Erde andauernd. Das ist total nervig. Die Mucke ist ja lustig. Ja. Das Beste, was man so kriegen kann, was so im lizenzfreien Bereich sich so bewegt. Da muss ich ja immer ein bisschen drauf aufpassen, weil ich ja dann auch, weil ich ja damit das ja dann auch auf YouTube hochlade und da muss das natürlich alles so ein bisschen lizenzfrei vonstatten gehen. Halt dann mit Namensnennung. Also von dem Typ darf man auf jeden Fall die Musik benutzen. Mein Inventar ist schon wieder rappelvoll. Wenn man ihn halt namentlich erwähnt. Und das ist ja kein Problem, ne? Das geht ja auf jeden Fall klar. So. Was brauche ich denn nicht? Das brauche ich nicht. Komm, schmeiß mal das weg. So, ich bringe mal eben die Klamotten hoch. Das war die falsche Richtung. Vielleicht man sich doch in einem Weg verirren kann hier, ne? Ach ja. Ich habe da auch noch ein paar Turtles, die würde ich ja gerne einsetzen, aber ich will da nichts kaputt machen. Das ist sein Ding mit den Turtles. In meiner Welt würde ich sie halt anders benutzen. Schon wieder dunkel. Ich habe aber auch ein Händchen dafür, immer wenn es dunkel ist, hier reinzukommen. Ne? So. Mal eben pennen. So, Erze. Da haben wir Erze, hier haben wir Erze, da auch. Ne, das war falsch.
Die können wir auch da reinpacken. Okay, Kohle habe ich auch noch ein bisschen was gefunden. So, Barren. Wertvoll ist hier. So, Lapis ist hier. Redstone ist hier. Also siehst schon, hier steckt volles System hinter, wa? Unglaublich. So, wo sind jetzt Steine? Holz, Futter, Steine. Das sind andere Steine. Hier sind die Steine drin, okay. Packen wir die mal hier rein. Ich glaube, irgendwo dreckig ist Dreck. Packen wir Dreck mal hier rein. So. Futter. Packen wir mal das Fleisch da rein. So. Technisch Zeug sammeln. Stammholz, technisch Zeug. Pflanzen und Werkzeuge. Wo hat er denn? Irgendwo hat er jetzt noch eine Kiste gehabt mit. Da, Matrops. Genau. So. Okay, ich bin wieder leer. Können wir wieder in die Höhle unseres Vertrauens gehen. Und los geht's. Erstmal den ganzen Müll hier ein, den ich vorhin hier dagelassen habe. So. Diese Leiter ist auch total cool. In der Zeit kann ich dann immer so ein bisschen an meiner elektrischen Zigarette ziehen. Deswegen ist das ganz witzig. Und so hoch und runter klettern ist dann doch ein bisschen sinnvoll. Schon wieder die Lava, das heißt, wir sind gleich wieder am Ende angekommen. Auf unserem Gang. So, hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Silber noch dabei. So. Oh! Eine Höhle. Die mache ich mal am besten direkt wieder zu. Also mit der Wahrscheinlichkeit, dass man halt, wenn man hier zwischen 10 und 11 halt rumgeistert, um Diamanten zu finden. Trifft heute irgendwie nicht so wirklich zu. Ich trau mich hier fast gar nicht, die Scheiße abzubauen, weil ich Angst habe, dahinter befindet sich Lava oder so. Aber wir gucken jetzt trotzdem einfach mal hier durch. Vielleicht haben wir ja mal Glück und finden was Interessantes. Von hier aus lässt sich auf jeden Fall leichter durchgraben, als wenn man direkt davor steht. Ich hatte nämlich immer voll Schiss, dass ich irgendwie von der Lava überrascht werde. So. Können wir die Sachen dann mal abbauen?
ganze Zeug ein. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal eine Menge Redstone, was wir brauchen. Ist ja auch nicht ganz verkehrt. Ich wundere, dass ich jetzt noch nicht auf die Lava getroffen bin. So, hier muss ich nicht weitergraben. Eigentlich wollte ich solche Löcher vermeiden. Okay. Ab in die nächste Höhle. Ich kam jetzt immer bis zu diesem Lavaloch durch. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal dran vorbei. So. Ach. Ich sollte auch die Spitzhacke benutzen. Ich glaube, ein bisschen besser als wie mit der Schippe. Aber wie gesagt, das hier. Diamanten sein sollen auf der Höhe. Halte ich für ein Gerücht. Kann man meinen Kollegen ihm schreiben. Dann frage ich den einfach mal. So. Da wird er mir das gleich nämlich bestimmt schicken. Und dann kann ich nämlich da direkt auf diese Ebene gehen und da weitersuchen. Auf jeden Fall sind hier sehr, sehr viele Rubine. Hat ja auch so seine Vorteile. Da ist nichts mehr. Lapis! Fürs Zocken ist man nicht so alt, so sieht's aus. Hallo? Ich bin damit groß geworden, was ist los? Oh, so alt bin ich auch wieder nicht. Falls du da die Anspielung drauf hattest. Sehe ich echt schon so alt aus, oder was? Dass mir keine Haare mehr wachsen, dafür kann ich nichts. Das ist quasi vererbt worden. Da sitze ich, habe ich keinen Einfluss drauf. Das sind die Gene. Du liest Crash Bandicoot? Aber erstmal willkommen im Livestream. Ich hätte jetzt beinahe vergessen, dich zu begrüßen. Ich war jetzt so schockiert von deinem ersten Satz, den du hier rausgehauen hast. Du zockst mir nie zu alt. Ich vergessen habe, dich zu begrüßen. Auf der PS1. Jawohl. Hier habe ich sogar noch hier irgendwo rumfliegen, im Keller oder so. Ich habe sogar noch einen Commodore 64 hier rumfliegen. Uga buga. So. Aber ich muss sagen, Crash Bandicoot habe ich eigentlich nie so gespielt. Muss ich gestehen. Ich glaube, ich habe das einmal beim Freund oder so mal gespielt, aber ich fand es nicht so. Und da sagst du alt? 12 Jahre? Warte mal ab, du. Komm mal in mein Alter. Wenn dann jemand ankommt und sagt, hier von wegen, ne? Man ist nie zu alt zum Zocken, wenn du mal Livestream machst. Da weißt du, wie man sich fühlt. Nein, Spaß. Ist natürlich alles, Diamant! Ich werd bekloppt, ich hab Diamant gefunden. Diamant. Noch mehr Diamant. Alter. Boah, was? Nur 3 Stück? Ist das euer Ernst? Mehr gibt's hier nicht. Da
Das ist echt scheiße. Ich hab eigentlich mit mehr gerechnet. Was ist das? Ein Silber. Ja, wenigstens haben wir jetzt schon mal die ersten drei Diamanten gefunden. Fehlen nur noch 1200 Millionen und so. Ah, das ist schon wieder die Lava. Oh, was war das? Ach, das ist Silber, okay. Silber brauchen wir nicht. Wir suchen Dias. Wir suchen Dias und wir finden Dias. Drei Stück haben wir schon. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr für die ganze Rüssi. Also insgesamt haben wir jetzt 6. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich brauche für die Nanorüstung. Auf jeden Fall brauche ich hier... Ich weiß einer aus dem FF, wie viel Diamanten das man rausbekommt aus einem Diamanten. Ich lass mich raten. 1. Gehe ich mal stark von aus. Wenn ich nämlich 1 brauche, dann brauche ich hier auf jeden Fall schon mal 1, 2, 3, 4. Oh, warte. 4 für 1. 4, 8, 12. Alter. 16 Stück, echt jetzt? 16 Stück mal 2. Na, herzlichen Glühstrumpf. Das wird ja eine geile Aktion, ey. Habe ich mir das vorgenommen. Ich glaube, ich sollte doch lieber die Turtles durchschicken. Oh, Diamant! Ich werde wahnsinnig. Jetzt habe ich einen Run. Leute, jetzt habe ich einen Run. Jetzt geht's ab hier. Boah, guckt mal. Ich glaub's ja nicht. Ha! 1, 2, 3. Naja, immerhin, ne? Normalerweise würde ich sagen, klar, kein Problem. Allerdings ist das gerade ein bisschen doof, weil das nicht mein Server ist und ich darf das leider nicht bestimmen. Das ist ein bisschen blöd. Aber falls du Interesse hast, mit uns zusammen zu spielen, wir planen nämlich gerade so einen etwas größeren Server. Mit knapp, also so wie es jetzt aussieht, also die ersten 10 Leute haben wir. Ja, das wird dann sich so darauf belaufen, dass es wahrscheinlich, so wie es gerade aussieht, so an die 20 Slots großer Server wird. Und da wollen wir einfach Leute drauf haben. Und danke für deinen Follower. Und wenn du da Bock drauf hast, mal sowas mitzumachen, ja. Also wir wollen den Server halt öffnen und dann für jeden halt zugänglich machen. Also jetzt nur für die Leute, die sich halt darauf bewerben. Wie gesagt, so knapp 10 Slots sind jetzt noch frei. Und wenn du da wirklich Bock drauf hast, wäre cool. Was wir noch bräuchten, ist jemanden, der sich mit dieser Serverprogrammierung halt auskennt. Das ist eigentlich da, wo es jetzt gerade noch so hapert. Weil wir hatten so eine kleine Vorstellung von dem, was wir halt machen wollen. Dass halt, dass man halt verschiedene Portale halt macht. Wie ist das schon wieder alles voll hier? Ist ja nicht wahr. Ja. Und dass wir halt da die ganzen Portale, dass jeder so eine Art Farming-Welt noch dabei ist und sowas. Das war halt so unser Plan. Also wenn du Bock hast, ne? Der Server soll so in knapp... Naja, der Zeitplan ist so 1-2 Wochen. Allerdings sind wir schon voll in der ersten Woche. Also knapp noch 1,5 Wochen, dann würde der Server an den Start gehen. Wie gesagt, bis dahin suchen wir halt noch tapfere Mitstreiter. Ich bin Koch und von Technik lasse ich die Finger weg. Inwiefern? Meinst du jetzt bei Minecraft Koch? Weil der fehlt uns nämlich auch noch. Kannst uns ja dann immer lecker Futter machen. Für die schwer arbeitenden Leute hier. Kannst du natürlich dein eigenes Haus bauen. Wir wollen so eine kleine Stadt aufbauen mit Technik, Strom, Versorgung. Alles was dazugehört. Wir haben auch schon jemanden, der sich halt mit Reaktoren und so weiter auskennt. Oh oh. Ha! Okay, jetzt wird die Lava langsam böse hier. Geht nämlich immer höher. So, ich werde jetzt erstmal hochgehen und die Diamanten in Sicherheit bringen. Ja, genau, so eine Art, wie habe ich das denn hingekriegt? Wie habe ich denn das Loch? Ach so, ja, hier waren die Diamanten.
Ja, so eine Art Sanji von One Piece, so. Ne? Unser Koch halt. Aber du bist gerne eingestellt. Also wenn du willst oder so, dann musst du, geh am besten mal unten auf meinen YouTube-Kanal und schick mir da mal deinen Namen von Minecraft, den du hast, weil die kommt dann nämlich alles auf die Whitelist. Worldway, das könntest du übrigens auch mal tun. Naja, du weißt ja, da gehört ja noch mehr zu, ne? Nur so ein Restaurant bauen, da muss natürlich auch noch... Schon wieder dunkel. Ich hab's echt drauf. Da gehört natürlich dann noch dazu, dann so ein Garten, ne? Der muss ja natürlich dann auch noch instand gehalten werden und sowas alles, ne? Gehört ja alles dazu. Weil ich sammle jetzt gerade die ganzen Namen von den Leuten. So. Was war das? Da ist ein Enderman in der Stadt. Na, ganz toll. Wertvoll. So, Diamanten. 12 Stück haben wir schon. Wir kommen der Rüstung langsam, aber sicher immer näher. Ach, was mache ich denn hier? Die gehören noch gar nicht hier rein. Mann. Die gehören auch nicht da rein. So. Glas. Erze. So, hier kommen die Erze wieder alle rein. Zup. Was rein? Barren. Bullock! Schönen guten Abend! Sag mal, hättest du denn eigentlich auch Bock, wo du jetzt gerade hier bist, mit bei unserem Minecraft-Projekt zu helfen? Weil wir wollen nämlich so einen großen Server aufmachen mit so knapp so 20 Slots und suchen halt noch Mitstreiter. Cool wäre es natürlich, wenn du auch noch in Programmieren ein bisschen was leisten kannst, weil wir wissen nämlich noch nicht, wie wir die ganzen Server machen. Das fehlt uns noch, so jemand, der so den Server so ein bisschen so gestaltet, wie wir uns das so vorgestellt haben. Und jedenfalls so den Anfang, so die Portale und sowas alles. Das fände ich schon ziemlich cool. Weil so einer fehlt uns nämlich noch. Nächste. Ja, schreibt mir das bitte bei YouTube. Weil da ist er dann safe und dann kann ich das morgen schön alles rausschreiben. Weil jetzt gerade kann ich das nicht so rausschreiben. Also muss ich hier wieder aufhören zu spielen quasi kurzzeitig. Das will ich dich nicht so. So. Programmieren ja, spielen nein. mit Minecraft hast du da auch viel zu tun, oder nicht? Oder war ich da jetzt irgendwie ein bisschen falsch informiert? Apropos, der Antrag ist übrigens gestellt auf mein Postfach. Da kriege ich jetzt die Tage Post von meiner Post. Auch geil, ich kriege Post von meiner Post. Und dann dauert, also sie haben mir gesagt, das dauert so knapp noch eine Woche, dann hätte ich mein Postfach. Warum geht die Tür nicht auf? Achso, okay. Oh, ich habe fast keine Fackeln mehr. Habe ich jetzt echt schon die ganzen Fackeln verballert? Kann doch eigentlich nicht sein. Ach nee, da ist er noch 64, gut. Weißt du denn, wie das geht bei Minecraft? Also, wie man da diesen Server quasi programmiert? Das war mein Handy, das war bestimmt mein Kollege, der mir gerade sagt, wo ich meine Diamanten finde. Ab 14 abwärts, okay, alles klar. Ich spiele Minecraft und könnte auch spielen, aber zur Zeit habe ich... Ja, ich kenne das mit der Zeit. Ich krieg's auch nur noch gebacken, so halt jetzt wie jetzt gerade. Nur mitten in der Nacht zu spielen, weil ich einfach tagsüber dafür keine Zeit habe. Eigentlich leidet darunter voll mein Schlaf, weil ich schlafe höchstens nur noch am Tag so an die 3 bis 4 Stunden. Das merke ich dann sehr stark am Wochenende, weil am Wochenende gehe ich dann meistens echt für ein paar Stunden pennen. Also das wird immer extremer bei mir.
Weil ich nehme immer so viel auf, habe ich dir erzählt. Ich bin ja viel mit der Kamera unterwegs und sowas alles und nimm halt so viele Events auf. Zum Beispiel Paintball und jetzt Robot Wars war ich am Wochenende gewesen. Falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Was eigentlich ziemlich cool ist, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so einen Spaß macht. Ich habe da echt mitgefiebert zum Schluss. Weil das absolut geil ist, wie die da mit den Robotern aufeinander draufhämmern. So, was haben wir hier noch? So, am besten ist Ebene 9 und dann Strip Mining. Ja. Mitten in der Nacht kann ich auch, müsste mir halt zeigen, welcher Launcher etc., was für ein Mod und so. Ganz einfach, es ist Feed to Beast. Einfach Feed to Beast eingeben, den Launcher runterladen und dann das Infinity-Paket. Das wäre dann halt so dieses Gängige. Ja, ich habe ja alle 2 Wochen. Nächste Woche zum Beispiel habe ich wieder Nachtschicht und dann werde ich wahrscheinlich nachmittags wieder streamen. Und wenn ich Spätschicht habe, streame ich halt nachts. Das ist immer so bei mir. Weil für mich ist das hier mit dem Livestream und für den YouTube und so weiter, ist mir halt sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, vor knapp 2 Jahren, ja, hatte ich noch einen absoluten Low-Rechner. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich. Na toll, jetzt habe ich mich hier eingebuddelt, da wollte ich auch gar nicht hin. Da wusste ich nichts über Videobearbeitung, Fotos oder sonst irgendwas. Ich habe mich echt in diesen 2 Jahren sowas von da reingesteigert, dass das schon echt krass ist. Ja, das wäre auf jeden Fall super. Ich hätte dich gern dabei. So, ein bisschen Kohle können wir auch noch gebrauchen. Die brauche ich ja natürlich auch nachher, um die Kohlefaser alle herzustellen. Und daher. Aber ich habe gesehen, die haben so ein bisschen was verändert, glaube ich, an den Rezepten. Weil ich meine, vorher war für die Nanorüstung, bräuchte man viel, viel mehr Klamotten. Am besten Ebene 9. Ja gut, ich bin jetzt Ebene 11. Kann ich ja gleich mal runtergehen auf Ebene 9. Aber ich wollte das hier eben noch zu Ende buddeln, hier die Löcher. Ich habe jetzt hier schon so gut wie alles durch. Wow, wo kommst du denn her, Keule, Alter? Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Wo kam der denn jetzt her? Boah. Hä, wo kam der denn jetzt her? Nicht, dass plötzlich so ein Creeper hinter mir steht oder sowas? Das geht ja mal gar nicht. Ich glaube, ich mache hier mal die Löcher zu. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Jo, alles klar, danke dir. Dann kommst du nämlich auf die Whitelist. Wie gesagt, ich sag dann Bescheid, also über YouTube schreibe ich dann zurück auf jeden Fall. Jo, alles klar, finde ich cool. Auf jeden Fall. Bin ja mal gespannt. ich habe übrigens nachgesehen, ich hab einen Asus. Ich habe eine GTX 970 von Asus. Wie gesagt, finanziert wird der Server auf jeden Fall von mir. Und mein Kollege, glaube ich, tut auch ein bisschen was dabei, denke ich. Und ansonsten könnt ihr, wenn ihr Bock drauf habt, dann halt dazu euren Beitrag geben. Wenn ihr Bock habt. Ihr müsst es nicht tun, aber ihr könnt dann zum Beispiel mal sagen, ich spende mal diesen Monat irgendwie 5 € oder so für die Serverwartung. Also, beziehungsweise, dass ich den Server nochmal einen Monat am Laufen halte. Ich werde ihn auf jeden Fall am Laufen halten. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt dabei, könnt ihr das gerne tun. Wird auf jeden Fall lustig. Ich freue mich eher darüber, dass wir halt zusammen darauf spielen. Wie gesagt, ihr müsst da nichts zugeben. Ich bezahle ihn komplett. Und ihr sollt einfach nur Spaß haben. Ihr sollt einfach nur Spaß haben auf diesem Server und ich möchte mit euch
zusammen spielen und wir wollen halt zusammen einfach ein riesiges Projekt aufbauen. Ich wollte das schon immer mal machen. Ich habe mir das so lange vorgenommen, mal so ein echt so ein Mega-Server halt aufzubauen. Oh, was ist das? Silber. Na, schade. Und ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Bullock, das brauchst du nicht, echt nicht. Ich mach das schon. Krieg das schon hin. Aber wie gesagt, es wird ja ein Gemeinschaftsprojekt. Also wenn jemand da was beitun will, kann er das gerne tun. Bin sowieso so schon hin und weg wegen den Grafikkarten. Von daher... So, das können wir auch gut gebrauchen. Nehmen wir das auch mal mit. Zup, zup. Alles klar. Aber wie gesagt, bevor der Server halt online geht, wie gesagt, wir müssen den erst noch mieten. Und wir denken mal, dass wir den so nächste, übernächste Woche dann endlich zum Laufen haben. Weil ich will ihn eigentlich auch so schnell wie es geht halt wirklich online bringen. Aber was mir halt noch fehlt, ist halt jemand, der sich ja so ein bisschen um die Programmierung kümmert. Weil ich da absolut null Plan von habe. Und mein Kollege halt auch nicht. Und sich jetzt da auch noch reinzufuchsen. Wir haben uns gesagt, dann suchen wir uns jemanden, der das wirklich mal ein bisschen machen kann. Botsmann 2013, wer ist denn bitte? Kenn ich den? Warte mal, nee, das ist Silber. Ich glaube, hier bin ich, wo ich vorhin war. Uah, das war keine gute Idee. Na, egal. Gehen wir wieder raus hier. Das hier ist zwar schon so ein Server, aber der gehört leider nicht mir. Deswegen darf ich hier auch leider keinen drauf lassen. Aber auf den Server, den wir dann machen, da darf dann jeder drauf. Da wird dann auch weitergespielt. Das hier ist jetzt quasi nur für mich vom Kollegen halt gemacht, dass ich mal so ein bisschen übe. Dass ich weiß, wie das alles so funktioniert und er gibt mir halt jeden Tag Aufgaben, die ich halt zu bewältigen habe. So wie heute zum Beispiel soll ich die Nano-Rüstung machen. Dafür fehlen mir allerdings halt noch so ein paar Sachen, also auf jeden Fall Diamanten fehlen mir halt noch. Und die farme ich halt gerade zusammen, damit ich die Nano-Rüstung halt bauen kann. Da fehlen mir jetzt glaube ich noch 4 Diamanten, dann kann ich die erste Nano-Rüstung glaube ich herstellen. Es sei denn, ich kriege natürlich aus einem Diamanten natürlich 2 Dust draus. Dann wäre es natürlich besser. Nö, der Name sagt mir auch so gerade gar nichts. Aber ich freue mich schon so dermaßen auf den gemeinsamen Server mit euch. Wird auf jeden Fall, ich denke mal, es wird richtig geil. Da freue ich mich voll drauf. Weil es wird mein erstes Projekt, was so in dieser großen Ordnung halt gemacht wird von mir. Und wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann mal so, was weiß ich, 100 Slots oder so, ein riesig gigantisches Server. Aber ich will aber nicht, aber eigentlich will ich auch nicht zu viele Leute drauf lassen. Also ich denke mal, so 20 Leute, wenn sich jeder so ein bisschen drum kümmert. Um den Server und weiß, dass er jetzt keinen Atomreaktor baut und die ganze Karte in die Luft jagt und den Server damit zerstört. Und wir alle so ein bisschen aufeinander aufpassen, dann
Dürfte es ja auch kein Problem geben. Oh, ich sehe gerade, meine Spitzhacke ist jetzt schon fast kaputt. Dann nehme ich mal lieber eine andere. Weil ich soll die nicht kaputt machen, hat er gesagt. Ja, also brauchst du keinen Stress machen mit der Installation. Wie gesagt, ich würde euch ja auch gerne hier drauf lassen, aber das darf ich ja leider nicht. Ist halt blöd. Deswegen will ich ja unbedingt meinen eigenen Server da machen. Weil dann kann ich sagen, yo, kommst drauf. Und dann ist gut. Aber wie gesagt, so, okay, wenn ihr jetzt auch noch mitkommt, also wenn du jetzt auch noch mit drauf kommst, Block, dann haben wir auf jeden Fall 12 Plätze belegt. Also ein 20-Slot-Server läuft dann auf jeden Fall. Würde ich mal so sagen. Und ich hoffe, dass dadurch unsere Gemeinschaft noch viel, viel weiter wächst. Wenn ihr natürlich noch Freunde habt oder so, die ihr gerne mit dabei haben wollt, dann könnt ihr das gerne einrichten. Weil ich habe mir gedacht, so, ich frage so 12 bis 15 Leute, dass die mitmachen wollen. Und wenn dann noch jemand ein, zwei Freunde mitbringen will oder so, dann geht das auf jeden Fall klar. Könnt also einfach dann Bescheid sagen. Dann nehme ich die mit in die Liste auf. So. Jetzt ist hier wieder überall alles voller diesen komischen Kies. So. Kies mag ich nicht. Kies hat mich schon mal getötet. Das können wir auch noch mit. Ach, jetzt bin ich schon wieder voll oder was? Nein, das wollte ich ja gar nicht. Das wollte ich, ja. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt Diamant ist, ne? Mann. So, gehen wir mal wieder hoch und packen mal wieder alles oben in die Truhe. Also wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt oder so, der sowas schon mal gemacht hat, so einen eigenen Server, und weiß, wie das alles funktioniert. Boah, schade. Na okay, Pollock, ich wünsche dir auf jeden Fall eine angenehme, na gut, Nachtruhe kann man jetzt nicht sagen, wenn du um 3 Uhr wieder arbeiten musst, aber ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß bei der Arbeit, weil ich glaube, dir macht deine Arbeit wirklich Spaß. So hört man auf jeden Fall so raus. Auch so wie du gestern drüber erzählt hast, scheint dir das sehr, sehr viel Freude zu machen, dein Beruf. So viel Glück habe ich leider nicht. Aber ich sorge dafür, dass es besser wird. Ich werde nämlich gucken, dass ich dieses Jahr noch, oder beziehungsweise nächstes Jahr mein Studium anfange als Video Director. Ich sorge für mein Glück. Ich werde nicht mein Leben lang in der Industrie arbeiten. Guten Morgen! Lil Priest. Sei gegrüßt und willkommen in meinem Livestream.